Guten Morgen, ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Sendung von 1 zu 1 in diesem Jahr. Dieses Jahr, das für Nordrhein-Westfalen und vor allem für Köln ja nicht gerade gut begonnen hat. Nach den Ereignissen am Kölner Hauptbahnhof, da diskutieren Politik und Gesellschaft darüber, ob wir härtere Strafen brauchen, ob die Polizei überfordert ist und wie Gewalt gegen Frauen verhindert werden kann. Die Täter waren Migranten und Asylbewerber aus arabischen Ländern. Und so wird natürlich auch über das Frauenbild des Islam diskutiert. Frauen rechtlos, Männer machos, ist das typisch Islam? Darüber sprechen wir mit Ahmed Mansour. Herzlich willkommen, Herr Mansour. Danke für die Einladung. Herr Mansour, Sie sind Psychologe, arbeiten hier in Berlin ja im Projekt Heroes gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und arbeiten auch für Hayat, eine Beratungsstelle für radikalisierte Jugendliche, die in den Dschihad ziehen wollen. Und Sie haben ein Buch geschrieben, Generation Allah, und darin beschreiben Sie eben, wie wir umgehen sollten mit diesen Jugendlichen und wie wir auch deren Radikalisierung verhindern können. Herr Mansour, hat Sie das erschreckt oder sehr erstaunt eigentlich, was da in Köln passiert ist? Ja, definitiv, wie viele andere Bürger und Bürgerinnen in diesem Land. Ehrlich gesagt habe ich das auch am Anfang nicht geglaubt und habe die Meldungen auf Facebook als rechte Propaganda irgendwie wahrgenommen, bis ich halt begriffen habe, dass es halt um tatsächliche Angriffe handelt. Und das hat mich schockiert. In diesem Ausmaß, in dieser Intensivität haben wir in diesem Land sowas noch nie erlebt und ich hoffe, dass wir das noch nie erleben werden. Es war ja einerseits waren es Straftaten, die auch schon bekannt sind, in diesen Gruppen, halt eben Diebstahl, Handy-Diebstahle, Taschendiebstähle, aber es war halt eben vor allen Dingen auch stark sexuelle Gewalt. Ja. Ist das was, wo man sagt, ja, das ist klar, dass das aus diesem Täterkreis kommt? Ich will nicht pauschalisieren, nicht verallgemeinern. Sie sprachen vorher von muslimischer Jugendlicher. Ich spreche von patriarchalischer Jugendlicher oder Jugendlicher in patriarchalischen Strukturen groß geworden. Da gibt es bestimmt Islamverständnisse, die vielleicht sowas begünstigen. Aber das Problem ist viel größer als Religion oder als den Islam. Wir haben vor 2 Jahren über Indien zum Beispiel diskutiert. Solche Phänomene findet man auch da. Ich bin dafür, dass wir eine Ursacheforschung betreiben. Ich bin dafür, dass wir auch Probleme benennen. Und natürlich haben wir in Deutschland nicht nur unter Flüchtlingen ein Problem mit patriarchalischen Strukturen, mit Tabuisierung der Sexualität, mit leider sehr verzerrter Umgang zwischen den Geschlechtern. Und das ist der Basis solcher Attacken und solcher Straftaten, wie wir in Köln, in Hamburg und woanders auch erlebt haben. Ich stelle aber nur die Frage, ob das nicht geplant war, weil in dieser Intensität und in unterschiedlichen Städten sowas in stattgefunden in einem Nacht, muss geplant werden. Und da natürlich können wir spekulieren, wer dahinter steckt und mit welcher Motivation solche Taten auch organisiert wurden. Aber Sie machen jetzt einen Unterschied. Sie sagen, es ist nicht unbedingt muslimisch, es sind patriarchalische Strukturen. Warum sagen Sie nicht klar, nein, das ist auch der Islam, der da frauenfeindlich ist? Weil mein Islamverständnis nicht frauenfeindlich ist. Weil ich ganz viele Jugendliche kenne, die zum Beispiel bei Heroes arbeiten, teilweise muslimisch sind, die sich dagegen engagieren, die aus diesen patriarchalischen Strukturen ausbrechen wollen, die Vorbilder oder als Vorbilder bedienen, um andere Menschen zu erreichen. Es gibt Islamverständnisse, die leider die Tabuisierung der Sexualität begünstigen, dazu aufrufen. Ich arbeite mit der Polizei hier in Berlin, habe jede Woche mit Frauen zu tun, die aus solchen Familien abhauen müssen, Schutz suchen müssen, weil sie bedroht werden, weil sie um ihr Leben fürchten müssen, weil sie ihre Sexualität ausgelebt haben, weil sie einen Freund haben. Das hat nicht mit Köln angefangen, das ist weit verbreiteter. Aber ich glaube, wir machen. Ist das typisch Islam oder ist das? Es ist typisch ein bestimmtes Islamverständnis, aber nicht typisch mein Islam, nicht der Islam von vielen Menschen, die ich kenne. Ja, wir müssen auch das Thema sozusagen ansprechen, aber in Indien. In Großbritannien gibt es auch Ehrenmorde und gibt es solche Fälle, die Migranten aus Indien kommen. Das hat mit dem Islam jetzt in Indien nichts zu tun, sondern das sind patriarchalische Strukturen. Das klingt so ein bisschen, Herr Mansour, wie wenn man hier sagt, ja auch auf dem Oktoberfest, da gibt es auch sexuelle Übergriffe. Definitiv nicht. Nein, das ist, die Motivation dahinter ist anders. Ich versuche zu verstehen, was dahinter steckt. Diejenigen, die versuchen zu relativieren, die immer wieder mit anderen Problemen kommen und sagen, naja, im Oktoberfest passiert das und so weiter und so fort. Die haben nicht die Motivation, nach Lösungen zu suchen. Die wollen nur relativieren und einfach eine Debatte verhindern über Zustände, leider deutscher Zustände, die wir in diesem Land haben. Ich
bin tagtäglich in Schulen und ich habe immer wieder mit Lehrerinnen zu tun, die sagen, sie hören immer wieder von Schülern, von einer Frau lasse ich mir nicht sagen. Oder andere, die sagen, Frauen dürfen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen und ihre Töchter davon befreien oder nicht am Ausflug Aber mitmachen. womit wird das denn gerechtfertigt? Warum dürfen Mädchen nicht zum Schwimmunterricht? Warum wird Lehrerin nicht der Respekt entgegengebracht? Womit wird das begründet? Das nach den Frauenbildern, mit denen sie aufgewachsen sind. Und das hat natürlich mit Erziehungsmethoden zu tun, das hat mit patriarchalischen Vorstellungen zu tun, mit Männlichkeit zu tun, die natürlich ab und zu auch religiös argumentiert wird, aber nicht immer. Ich kenne Leute, die sagen, die Nachbarn werden über uns reden. Oder ich als Mann muss auf jeden Fall jetzt meine Tochter oder meine Schwester kontrollieren. Meine Männlichkeit besteht daran, dass ich die Sexualität meiner Schwester und meiner Tochter in Kontrolle haben. Das ist nicht nur religiöse Vorstellungen. Aber ja, es gibt ein Islamverständnis, der weit verbreitet ist, der zum Beispiel Sexualität verteufelt, der Frauen unterdrückt, der dazu aufruft, dass die Frauen ihre Reize sozusagen in der Öffentlichkeit nicht zeigen sollen, der dazu aufruft, dass Frauen zum Beispiel keine Sex vor der Ehe haben, keinen Freund haben dürfen. Das wird alles verteufelt, alles Sünde gesehen. Und das ist der Basis, an dem dann solche Fälle wie in Köln dann auch sozusagen passieren, die dann. Ist das Ihrer Meinung nach die Mehrheit der Muslime, die hier lebt, die so streng ist, wie Sie das eben beschrieben haben? Wenn es darum geht, die Tabuisierung der Sexualität und einen gesunder, normaler Umgang zwischen den Geschlechtern anzusprechen, dann ja, ist das die Mehrheit. Wenn es aber darum geht, die Taten in Köln zu beschreiben, dann ist das die absolute Minderheit. Wenn Sie sagen, es ist die Mehrheit, heißt das dann, dass die Integration von muslimischen jungen Männern hier letztendlich nicht gelungen ist? Die Intensität ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn jemand zum Beispiel zu mir sagt, ich will meine Tochter Werte vermitteln und ich will nicht, dass sie einen Freund hat, und jemand anderen, der mir sagt, wenn sie aber einen Freund hat, dann bringe ich sie um, dann ist das, der Basis ist das Gleiche, also diese Vorstellungen von Sexualität, aber das Verhalten ist sehr, sehr unterschiedlich. Und diejenigen, die Straftaten begangen, indem sie zum Beispiel ihre Schwestern oder ihre Töchter Gewalt anwenden und antun, ist die absolute Minderheit. Und ja, ist die Integration in diesem Land, das war Ihre Frage, gut gelungen oder nicht? Nein, ist es nicht gut gelungen. Und da müssen wir vor allem in den Schulen vor allem lernen, Werte zu vermitteln. Und das passiert zu wenig. Was denken Sie jetzt nach diesen Übergriffen dort in Köln? Wie wird da eher in der muslimischen, ich sag mal, Gemeinschaft, Community, wie wird darauf reagiert? Ist das ein Punkt, wo man sich bestätigt fühlt, gerade bei denen, die ihre Töchter so streng erziehen? Oder ist es eher was, was dir auch die Mädchen vielleicht wachrüttelt und sagt, ja, wir wollen das so nicht mitmachen? Unterschiedlich. Also auf die salafistischen Seiten gibt es schon Aufrufe, wie Frauen sich zu verhalten haben, und dann auch Leute, die sagen, hätten wir die Scharia hier, hätten wir die Frauen unter Kontrolle, dann wäre sowas nicht passiert. Wir haben die Lösung. Bei uns darf man die Frauen nicht mal anfassen. Das darf natürlich nicht die Lösung sein. Auf die andere Seite merke ich, besonders aus der politischen Ecke des Islams, eine Art von Relativierung und Ablehnung der Debatte. Man redet allgemein über Sexismus, allgemein über sexuelle Gewalt. Natürlich gibt das in unterschiedlichen Kulturen, aber das muss und darf nicht verhindern, dass wir über die Gründe der sexuellen Gewalt in unserer Kultur reden. Die Gründe sind anders. Das hat mit patriarchalischen Strukturen zu tun. Das hat mit Tabuisierung der Sexualität zu tun. Wenn ich als Kind nicht lerne, mit dem anderen Geschlecht umzugehen, wenn ich nicht lerne, dass ein gesunder, nicht sexualisierter Umgang mit dem anderen Geschlecht möglich ist, dann entlarvt sich in mir ein Riesengewaltpotenzial, der in Extremfällen dazu führt, dass solche Taten wie in Köln auch passierten. Was raten Sie denn jetzt jungen muslimischen Frauen? Welche Lehren sollen die daraus ziehen? Nicht nur von Köln, sondern allgemein sich zu emanzipieren, ihr Recht auf Selbstentfaltung, auf Selbstbestimmung auch zu verlangen und auch auszuleben, Vorbilder für vielen anderen Frauen zu sein. Also kein Kopftuch zum Beispiel? Nein, so allgemein werde ich das nicht sagen. Die Aber Frauen, die warum nicht? entscheiden. Warum sagen Sie dann nicht, Frauen, zeigt euch, nehmt das Kopftuch ab, weil das Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung geworden in unserer Für mich Gesellschaft. ja, aber für andere Menschen nicht. Wenn ein Mädchen entscheidet, mit 18 oder mit 19 Kopftuch zu tragen, weil Entscheidet sie sie das das. frei? Es gibt Frauen, die das alleine entscheiden, die Mehrheit nicht.
Ich bekämpfe das Kopftuch, wenn es darum geht, zum Beispiel Kinder im Kinderalter oder im Grundschulalter, dass sie Kopftuch getragen werden. Da kann man nicht von freier Wahl reden, auch nicht, wenn sie 15 oder 16 sind. Aber Frauen, die entscheiden, in eine Demokratie Kopftuch mit 18 zu tragen, ist es ihr Recht, das zu tun, auch wenn ich nicht damit einverstanden bin. Wir müssen mit dieser Vielfalt auch leben können. Wir müssen und dürfen nicht jetzt alle Frauen pauschalisieren und sagen, die, die Kopftuch tragen, sind unterdrückte Frauen. Das ist meiner Meinung nach zu pauschal und zu flach, sondern wir müssen die Ursachen gucken. Wir werden unserem Land enorm viel tun, wenn wir zum Beispiel das Thema Kopftuch im Grundschulalter thematisieren. Aber da gibt es hier in Berlin zum Beispiel genug Frauen, die das tun und die Schulen sind damit überfordert. Es gibt Schulen, die sagen, naja, wir dürfen und müssen das akzeptieren und andere Schulen, die dagegen kämpfen. Aber sie stehen da alleine in diesem Kampf. Da brauchen wir Wertevermittlung und brauchen wir vor allem klare Regeln, vor allem in der pädagogischen Bereich. Ja, es ist ja gerade eine sehr aufgeheizte Stimmung und da geht ja ganz viel durcheinander. Und im Moment merken wir ja auch, dass als eine Reaktion auf diese Übergriffe in Köln auch jetzt Gewalt gegen Ausländer, auch gegen Frauen mit Kopftuch, all das passiert. Wie kann man jetzt eine Besonnenheit auch wahren? Wie kann man in dieser Diskussion ja ein Maß finden? Ich bin seit 11 Jahren in diesem Land und habe schon unterschiedliche Debatten, was meine Themenbereich angeht, auch miterlebt und mitgestaltet. Und ich merke immer wieder, dass solche Debatten sehr schnell polemisch werden, dass wir nicht im Sinne der Lösung handeln, dass wir nicht nach den Debatten mit Lösungen kommen, sondern wir polarisieren. Und das dürfen wir nicht. Auf der einen Seite haben wir eine muslimische Community, eine migrantische Community und auch eine politische Richtung, die will diese Debatten verhindern, die will nicht Ursacheforschung betreiben, die will nicht Probleme nennen. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die nicht anders tun, alles Hass zu schüren und Vorurteile zu verbreiten. Und glauben Sie, wie geht es mir dann als ein arabischer Mann in diesen Tagen in Berlin oder woanders, wenn ich unterwegs Wie bin? geht es Ihnen? Es ist nicht so einfach. Ja. Da nehmen Frauen Abstand, die Blicke sind ganz, ganz anders. Ich will jetzt nicht den Opferrolle auch übernehmen, um Gottes Willen. Aber Sie Ich merken, will dass sich da was ändert. natürlich, und da will ich aber, dass aus der Community Männer und Frauen entstehen, die diese Vorurteile auch abbrechen, die Probleme benennen, die nach Lösungen suchen, die patriarchalische Strukturen Aber in was wäre Frage denn stellen. ganz konkret? Wir haben ja Islamverbände. Man hört da eigentlich, man hört jetzt, dass es viele Drohungen gibt gegen Islamverbände. Was wäre jetzt konkret eine richtige Lösung, ein richtiges, ja, was müsste man tun jetzt? Allgemein wäre die Debatte in der Mitte der Gesellschaft differenziert zu führen. Klingt sehr Spezifisch abstrakt. bedeutet natürlich, spezifisch bedeutet, wir brauchen eine innerislamische, eine innermigrantische Debatte, dass wir miteinander in Gespräch kommen, dass wir die Frage stellen, wie konnte sowas unter uns entstehen, was sind die Gründe, welche Erziehungsmethoden führen zu einem verklemmten Umgang mit der Sexualität, wie können wir das Aber ändern? wer müsste diese Debatte anzetteln, Alle, anführen? gesamtgesellschaftlich. In den Schulen zum Beispiel brauchen wir eine Wertevermittlung. Wir brauchen einen Unterricht, der nicht anders tun, als über solche Themen zu reden. Gleichberechtigung, Unterdrückung im Namen der Ehre, Sexualität. Was bedeutet die Sexualität, frei zu leben? Was versichert mir dieses Land und die Gesetze dieses Landes? Und das passiert zu wenig. Ich Aber habe wer ein müsste das Mädchen, tun? Das nur eine müsste er. Frage. Ich habe ein Mädchen gehabt vor mehreren Monaten, die nach einem Vortrag von mir zu mir gekommen ist, weinend und die Frage gestellt, was ist wichtiger, Bildung oder Familie. Ich habe ganz schnell verstanden, worum es geht. Sie ist kurz vor der Abitur und die Familie stellt sie unter Druck und will, dass sie entscheidet. Sie will, dass sie heiratet, um die Ehre der Familie zu bewahren. Bildung wäre nicht wichtig. Und sie bräuchte solche Antworten von einem arabischen Mann, die ihr sagt, nein, Bildung ist viel wichtiger. Mach dein Abitur zu Ende und dann bist du eigentlich auch unabhängig von einem Mann oder von einem Verlobter. Und solche Taten, solche Gespräche haben wir kaum. Und das muss vor allem in der pädagogischen Arbeit stattfinden. Wir müssen die Lehrer befähigen, erstmal die Probleme zu kennen, die
Ursache zu kennen und dann auch pädagogische Konzepte zu entwickeln, um diese Menschen zu erreichen, vor allem in den Schulen. Ja, aber wie erreicht man dann auch die Eltern? Weil die Kinder hängen ja dann dazwischen. Sie hören vielleicht von der Lehrerin, hier macht ein Abitur und dann kommen sie nach Hause und haben einen Vater, der sagt, du machst kein Abitur und du wirst jetzt hier verheiratet. Also erstmal, wenn wir die Kinder erreichen, dann erreichen wir auch die nächste Generation. Auch wenn es schwierig ist, die Eltern zu erreichen. Wenn die Kinder auch die Hilfestrukturen in diesem Land kennen, können sie das auch in Anspruch nehmen. Zum Beispiel abzuhauen, in ein Frauenhaus zu gehen oder eine Beratung Stelle zu suchen, wo sie über ihre Rechte und Pflichten erfahren kann. Und auf die andere Seite, man kann auch die Eltern erreichen. Ich kenne keine bösartigen Eltern. Ich kenne nur überforderte Eltern und vor allem von Angst besessene Eltern, die Identität zu verlieren, die Ehre zu verlieren, den Ruf der Familie zu verlieren. Und wenn man mit diesen Eltern arbeitet, erreicht man nicht alle, definitiv nicht. Da müssen wir auch manchmal auch mit Gesetze auch kommen, mit Jugendamt kommen, wenn die Kindergefährdung da ist. Aber es gibt Eltern, die erreichbar sind, wenn man ihnen klar macht, was für Mehrwert ihre Kinder haben, wenn sie frei leben dürfen, aber, wenn ihre Sexualität frei leben dürfen. Welche Rolle spielt dann die Religion? Welche Rolle spielen die Moscheen, die Imame? Also die könnten ja dann auch letztendlich dafür sorgen, dass Kinder angstfrei leben können. Das wäre viel schöner, wenn das halt der Fall wäre. Aber wir haben eine Moscheevereine, ohne jetzt verallgemeinern zu wollen, die eine bestimmte Islamverständnis in sich tragen, die nicht so gesund und normal mit der Sexualität umgeht, sondern Sexualität tabuisiert. Das ist auch einer der Gründe, wieso Jugendliche sich radikalisieren. Da geht es nicht darum, Normanwachen zu halten und Presseerklärungen rauszugeben, wir sind gegen Terror und Gewalt, sondern auch die Tabuisierung der Sexualität ist für mich eine Art von Gewalt. Und da müssen wir natürlich auch innerislamisch darüber diskutieren, was wir tun müssen, wie wir pädagogisch diese Menschen erreichen, wie wir überhaupt eine Glaube präsentieren können, die mit radikalen Tendenzen, mit Ungleichheit, mit Unterdrückung nichts zu tun haben. Und da sind wir ganz am Anfang leider. Ja. Wie haben Sie das geschafft? Sie sind in Israel geboren, aufgewachsen, sind seit 11 Jahren hier. Wie haben Sie das geschafft? Eben, Sie hatten ja auch eine Zeit in Ihrem Leben, wo Sie selber radikal waren. Beschreiben Sie in Ihrem Buch auch Ihre eigene Geschichte. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie eben nicht mehr radikal sind, sondern jetzt ein integrierter Bürger? Hoffe ich doch. Also es ist ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat, verbunden natürlich mit Schuldgefühlen, mit Angst, mit sozialer Druck und so weiter und so fort. Meine Rettung war, dass ich dann nach mein Abitur eine Zulassung bekommen habe an der Uni Tel Aviv und da angefangen habe zu studieren mit westlicher Menschen, die ganz anders denken. Das war eine ganz neue Kultur, ganz neue Denkweise, die ich da erfahren habe, durch die Bücher, die ich im Psychologiestudium lesen musste, durch den Kontakt mit den Menschen, mit den Frauen, mit den Männern, die auch nicht aus meinem Religionskreis kommen, konnte ich zum Nachdenken kommen. Und durch diese Nachdenken, Zweifel haben, in Frage stellen, konnte ich mich langsam aber sicher von diesen radikalen Tendenzen auch befreien. Aber als ich nach Deutschland kam, habe ich natürlich auch bestimmte Frauenbilder in mir getragen, die nicht so gleichberechtigt ist und auf der Grundlage der Demokratie in diesem Land ist. Aber durch die Erfahrungen, die ich hier gesammelt habe, vor allem durch die Arbeit bei Heroes, wo wir acht tagtäglich mit solchen Themen zu tun gehabt haben, wo wir ein Bewusstsein geschafft haben zum Thema Gleichberechtigung, zum Thema Partnersuche, zum Thema Sexualität. Das war ein Prozess, der auch verbunden mit Angst und das Gefühl, meine Religion, meine Kultur zu verraten. Aber das ist eine Entwicklung, das ist unglaublich schön und für mich, für meine Entwicklung sehr wichtig war. Und werden Sie von anderen dann sozusagen als Verräter gesehen? Weil Sie gerade sagten, Sie hatten Angst, Ihre Religion zu verraten. Teilweise ja, natürlich. Leider. Ja. Aber das finde ich natürlich auch eine Art von die Verantwortung abgeben. Die müssen mit mir und mit meiner Einstellung nicht auseinandersetzen, sondern sie stempeln mich jetzt als Verräter und dann müssen sie mit meiner Einstellung nicht sozusagen in Gespräch kommen. Integration ist ja eine Sache, die von beiden eigentlich läuft. Sie haben gesagt, Sie werden jetzt teilweise anders angesehen. Sie merken da eine Veränderung. Was muss unsere Gesellschaft mehr tun, damit man es Menschen wie Ihnen noch einfacher macht? Wir brauchen ein Wir-Gefühl. Wir brauchen die Menschen zu vermitteln, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Die
muslimische Jugendliche, die hier schon seit 3 Generationen leben, sind Teil dieser Gesellschaft, auch wenn sie radikal sind, auch wenn sie bestimmte sehr problematische Frauenbilder in sich tragen. Und diese Wir-Gefühl zu vermitteln, diese Menschen für die Werte dieser Gesellschaft zu begeistern, ihnen klar zu machen, was für sich selber, für ihre individuelle Entwicklung an Mehrwert, wenn sie diese Werte auch in sich tragen und ausleben, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da brauchen Also wir wenn die Sie sagen, Nachbarn, da brauchen wir die Lehrer, da brauchen wir die Eltern, da brauchen wir alle. wenn Sie sagen, dass wir sind Teil der Gesellschaft, aber wenn wir als Gesellschaft sagen, wir möchten aber nicht, dass Menschen Teil der Gesellschaft sind, für die, die so ein Frauenbild haben, die Frauen einfach angreifen, Nee, dann wir passt das möchten nicht. diese Menschen erreichen. Wir möchten diese Menschen gewinnen. Wir müssen den Menschen andere Werte vermitteln. Sie sind mindestens 8 Jahre in unseren Schulen. Sie sind Teil unserer Gesellschaft. Wir können sagen, das sind arabische Jugendliche. Wir wollen sie in dieser Gesellschaft nicht haben. Wie wollen sie damit umgehen? Deutsche Staatsbürger abschieben? Ist das die Lösung? Das ist nicht die Lösung. Die Lösung, und da gibt es keine andere Möglichkeit, keine Alternative, außer diese Menschen in den Schulen zu erreichen. Und da brauchen wir eine Schulreform. Da brauchen wir eine Schule, die auch diese Menschen erreicht, die endlich versteht, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind, mit vielen Problemen, mit vielen Herausforderungen, und die müssen wir angehen. Da müssen wir unbedingt in den Schulen Konzepte entwickeln, um diese Menschen Werte zu vermitteln und sie zu erreichen. Das klingt, also weil wir haben ja jetzt nicht so viele Migranten, die Lehrer sind. Wir haben auch nicht so viele Migranten, die Polizisten sind. Das ist vielleicht auch wichtig, dass man sieht, der Staat, das ist, die gehören eben auch dazu. Ich glaube, wir können baden gehen, wenn wir glauben, nur Migranten können Migranten erreichen. Auch sie können diese Jugendlichen erreichen mit der richtigen Taktik, mit der richtigen pädagogischen Arbeit, mit der richtigen Rangehensweise auf diese Menschen. Ich glaube schon, dass es schön wäre, wenn wir Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund, die unsere Werte vertreten, die auch Lehrer und Lehrerinnen werden oder Polizisten werden. Aber das ist nicht die einzige Lösung, sondern wir müssen alle befähigen, mit dieser Gruppe und mit anderen Gruppen umzugehen, sie zu erreichen, ihnen was zu vermitteln. Das ist aber was, was ja mittel- und langfristig vor allen Dingen wirken muss. Was würden Sie denn aber jetzt raten in dieser ja aufgeheizten Diskussion im Moment? Was wäre jetzt wichtig? Vor allem, dass die Politik ein Bewusstsein schafft, dass durch Aktionismus und Planlosigkeit wir nicht erreichen. Wenn wir die Gesetze verschärfen, kann das schön sein, aber das nicht ausreichend. Das darf nicht die einzige Antwort auf Köln sein, sondern wir brauchen diese langfristige Präventionsarbeit. Die ist unsexy, weil in 3 Jahren oder 4 Jahren können diese Politiker nicht irgendwelche Zahlen dann präsentieren, was sie halt in diese 4 Jahren erreicht haben, sondern das zeigt sich in einer Generation. Aber es ist wichtig, es ist eine Jahrhundertaufgabe, die Flüchtlinge wie auch die Menschen, die seit Generationen hier bei uns leben, zu integrieren, ihnen die Werte dieser Gesellschaft zu vermitteln. Würden Sie denn sagen, dass, weil jetzt viel diskutiert wird über eine Obergrenze und darüber, ob das Land überfordert ist mit der Menge an Menschen, die zu uns kommen, würden Sie sagen, wir sind überfordert mit mehr als 1 Million Flüchtlingen, die jedes Jahr kommt aus einem anderen Kulturraum? Wir sind auch mit 50.000 überfordert, wenn wir nicht die Konzepte dazu haben. Wenn wir mit dem Wort, wir schaffen das, oder mit dem Satz, wir schaffen das, nur Unterkünfte und vielleicht Arbeit meinen oder Spracherwerb. Werte zu vermitteln, diese Menschen langfristig zu begleiten, ist eine Riesenaufgabe. Und damit haben wir nicht angefangen, sondern wir sind natürlich überfordert. Wir wissen nicht, wie wir mit dem Thema umgehen müssen. Aber dazu rufe ich die Politiker endlich, die Wichtigkeit dieser Problematik zu verstehen und endlich auch zu planen, langfristig zu planen, Konzepte zu entwickeln, um diese Menschen zu erreichen. Was wünschen Sie sich für dieses Jahr, Herr Mansour? Das ist unsere erste Weniger Jahr. Polarisierung und mehr sachliche, differenzierte Debatten über die Herausforderungen, die wir dieses Jahr und nächstes Jahr auf uns zukommen lassen. Herr Mansour, vielen Dank für das Gespräch Danke. Und den Besuch hier im Studio. Das war 1:1 aus Berlin. Damit fängt das Jahr 2016 hier bei uns an. Nächste Woche ist mein Kollege Henrik Krübschen für Sie da. Bis dahin. Tschüss.